Anna und willkommen zu einem sehr halligen, sehr komisch beleuchteten Vlog. Nicht aus unserer Wohnung. Philipp und ich haben heute, boah, es ist ja großartig. Philipp und ich haben heute Baby Moon, beziehungsweise Mini Baby Moon und sind jetzt auf dem Hotelzimmer angekommen. Ich wollte euch das Hotelzimmer mal gerade zeigen. Ich hoffe, ich drücke hier nicht die Tondings ab, weil ich filme gerade mit dem iPhone. Ich wollte euch das Hotelzimmer zeigen und euch dann gleich erzählen, was wir für ein Baby Moon heute gemacht haben. Und unser Hotelzimmer ist ein bisschen sick, würde ich sagen. Ich muss mal gucken, irgendwie kann man auch die Kamera hier drehen. Aha, so. Wir sind nämlich im Hotel Savoy eingecheckt heute, nämlich in Köln. Ja, jetzt fragt man sich, warum, das erzähle ich gleich. Ich wollte aber erstmal das Zimmer hier zeigen. Es fängt schon mit so einer schönen Wandmalerei hier an. Wir haben nämlich ein Japan-Zimmer bekommen. Hier sehen Sie meinen kleinen Babyboy, der auch mit an Bord ist. Und wir können hier mal starten. Mit dieser ersten Wand dachte ich, es ist aber einfach ein fucking begehbarer Kleiderschrank. Guckt euch das mal an. Meine erste Wohnung ist kleiner gewesen als dieser Kleiderschrank hier. Aber schon sehr geil. Würde ich mir, es sieht gut aus hier so. Hallo. Ja, das ist unser Dings. Und ja, direkt gegenüber befindet sich das Badezimmer. Tada! Und man hat Wasser eingelassen. Es ist ein Whirlpool und da ist der Philipp. Und da ich schwanger nicht in... Oh, schauen Sie. Da ich schwanger nicht in den Whirlpool gehe, geht Philipp gleich in den Whirlpool. Sieht, ich halte meine Füße ein bisschen rein. Das sieht, finde ich, so ein bisschen aus wie so ein Samurai-Whirlpool oder so ein Gangster-Ding, wo ich gleich mit so einem Katana drin sitze und mir Gedanken mache über die Weltherrschaft. Ja, oder als wenn du bei so einem Kartell arbeitest. Ja, ich, ja. Ja, das ist sehr schön beleuchtet. Mach mal an. Wow. Er tut das, was ein Whirlpool tut. Aber ich muss mich beeilen. Ja, weil wir dürfen nicht mehr so lange, weil das nicht so laut ist. Deswegen geht der Philipp jetzt gleich in den Whirlpool. Und ja, hier sehen Sie das Dings. Und das ist unser Klo, der Deckel ist oben. Und die Dusche, vorsichtig, ist das hier. Und ich muss sagen, eigentlich ist die ganz schön. Aber ich gehe mal gerade mit euch rein. Ich finde, wenn man hier drin ist, so ist das zu. Und dann ist das einfach eine schwarze Box mit Dings, also ist ein bisschen beklemmend, finde ich. Aua, so, den Klodeckel lasst euch bitte nicht triggern. Ich gehe mal eben hoch hier wieder runter. Ja, hier geht es weiter in diesem wundervollen Zimmerchen. Ich zeige euch erstmal hier diesen Wohnraum. Wir waren essen als erstes und haben noch die Restfritten mitgenommen. Und dann habe ich mir noch zu trinken gekauft, weil ich bin ein absoluter Minibar-Verweigerer. Und da ist ein gruseliger Buddha drunter. Da habe ich mein Kleid für morgen drüber geschmissen, weil der guckt mich nämlich an, wenn ich auf dem Sofa sitze. Und der Boden hier ist ultra flauschig. Dann haben wir hier so eine Chill-Ecke. Ihr seht schon, Nadine hat hier Stillkissen mitgenommen und hat es sich schon ein bisschen bequem gemacht. Und das hier fand der Philipp und ich so super cool. Guckt euch mal diesen geilen Wandteppich oder was das ist an. Der sieht auf jeden Fall ziemlich alt aus. Finde ich schon mal sehr, sehr gut. Du musst noch den Rochensessel zeigen. Ja, ich zeige euch jetzt den Sessel. Und ihr werdet ihn nie wieder so wahrnehmen können, wie ihr ihn vorher wahrgenommen habt. Der sieht doch aus wie ein Rochen, oder? Von unten, so ein richtig grummeliger Rochen. Yes, das ist der Sessel, das ist noch ein verrückter Spiegel. Und apropos Spiegel, das ist auf jeden Fall die Wohnstube. Und hier ist unser Schlafzimmer und ich weiß nicht, ob Leute das mögen oder was man sich dabei gedacht hat, aber... Hier ist ein fucking Endlosspiegel. Das ist doch furchtbar. Das, egal auf welcher Seite man liegt, es ist ein riesenlanger Spiegelflur auf beiden verdammten Seiten. Und hier ist nicht mal ein Fenster. Ey, Nadine. Ja. Warte. Das, ja, genau. Nebenbei kann man das Ganze hier auch noch... Wenn Milli schon ein Baby hat. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja schon ein Baby, deswegen hat das Licht hier keine Wirkung mehr auf uns. Aber, ich bin ganz ekstatisch. Wir hatten eigentlich ein anderes Zimmer gebucht und wir sind freundlicherweise geupgradet worden. Das ist also sogar noch richtig, richtig lieb gewesen. Wir können aber nicht sagen, bitte gibt es das Schlechtere. Gibt es jetzt bitte das Schlechtere Zimmer. Es ist auch ein super schönes Zimmer, finde ich. Aber die Spiegel machen mich kirre. Also ich habe schon überlegt, ob ich da irgendwas vorhänge heute Nacht. I don't know. Ja, aber auf jeden Fall, das ist das Schlafzimmer mit einem voll geilen Wandbild und sowas. Und hier ist noch der Fernseher. Da ist der Philipp und der Endlosflur. Ah! Könntet ihr vor so einem Spiegel schlafen? Vielleicht stelle ich mich auch an. Ich bin bei Spiegeln so ein bisschen empfindlich. Ich muss dann immer an Horrorfilme denken, wo Menschen aus Spiegeln umgebracht werden. Ja, und was ich euch noch zeigen wollte, was ich ziemlich cool finde, weil wir sind hier sehr nah am Kölner Hauptbahnhof und eigentlich ist die Aussicht nicht so schön, aber ich finde, die haben das hier total schön geregelt.
wenn man nämlich das Fenster aufmacht, heute ist es sehr, sehr heiß, dann haben wir hier einfach so einen Indoor-Baum. Guckt mal, wie geil ist das denn bitte? Das ist super schön. Und es ist dadurch auch relativ ruhig hier. Also man hört nicht so viel von dem Autolärm. Yes, ich pflanze mich mal eben hier wieder auf meine Konstruktion. Wir haben nämlich schon ein... die dicke Frau liegt. Wir haben nämlich einen richtig schönen Tag schon hinter uns. Wir waren heute, beziehungsweise ich möchte erst erzählen, was wir eigentlich vorhatten. Eigentlich hatten wir vor, nach Utrecht zu fahren, nach den Niederlanden. Und wollten da heute hin. Und dann wollten wir heute den ganzen Tag durch Utrecht laufen. Und dann wollten wir morgen weiter ans Meer fahren. Und dann noch einen Tag am Meer verbringen. Weil morgen sollen es irgendwie so 36 Grad werden oder sowas. Ja, nach Utrecht fährt man von uns aus, glaube ich, 3 Stunden oder so. Und ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr so lange sitzen, ich kann generell nicht mehr selber so lange Auto fahren. Selbst wenn Philipp fahren würde, würde ich aber ein bisschen verrecken, was die Sitzerei angeht, weil das packe ich mit dem Bauch nicht mehr. Und lange spazieren gehen kann ich auch nicht mehr. Und von daher, lange Hitze halte ich auch nicht aus. Also es wäre alles in allem eine totale Scheißidee gewesen. Ich hätte das im fünften, sechsten Monat hätten wir in Urlaub fahren sollen und nicht jetzt. Also jetzt ist es Mitte, 8. Monat, ist einfach viel zu spät. Naja, auf jeden Fall haben wir dann das storniert und haben uns gesagt, dann lass uns aber Mini-Baby-Moon machen, zumindest in Köln, weil das ist ja nicht so weit von uns weg. Und dann sind wir nach Köln heute gefahren, hatten eine Pärchenmassage, das war super schön. Und ich habe eine Schwangerschaftsmassage bekommen, das war auch super schön, schöne Stunde lang alles durchgeknetet. Und danach sind wir in einen Café gegangen, haben Kaffee getrunken, dann hatten wir für abends einen Tisch gebucht in einem Restaurant auf so einem Sky-Rooftop in Köln. Und es ist ein israelisches Restaurant gewesen. Wir haben, glaube ich, den besten Falafel der Welt gegessen. Und ja, dann sind wir danach hierher gefahren und schlafen jetzt eine Nacht hier in der Hotelsuite. Das ist unser Babymoon, unser letzter Urlaub zu zweit noch. Und der Kleine stänkert mich heute ein bisschen, weil er mich sehr viel tritt. Aber es ist schon viel besser als gestern, weil gestern hatte ich so schlimmes Sodbrennen und vorgestern auch. Das war echt nicht feierlich. Ich habe auch, egal was ich genommen oder da gegessen habe, irgendwie Mandeln gekaut, Hafer gekaut, es hat alles nichts gebracht. Es war so richtig unangenehm. Es war zwar ein bisschen ein anstrengender Tag für mich, so mit der Rumlauferei, weil es heute schon recht warm in Köln war. Aber meine Mama ist bei uns zu Hause und passt auf die ganzen Tiere auf und hat alle versorgt. Und wir haben uns jetzt mal heute dann einen Abend nur zu zweit für uns hier im Hotelzimmer gegönnt. Und da bin ich super, 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 super happy drüber. Ja, und morgen geht es dann wieder nach Hause. Wir haben aber einen Late-Checkout, was ich ganz geil finde. Und am Wochenende soll es noch heißer werden, da soll es irgendwie 38 Grad werden und aber gewittern. Da werden wir, denke ich mal, die Wickelkommoden aufbauen fürs Babyzimmer, ihr Lieben. So, und jetzt höre ich wieder auf, weil wir sind hier noch quasi in den Mini-Baby-Baby-Moons. Und der Tag war wunderschön und jetzt bin ich ganz glückselig und werde mich gleich in den roten Salon begeben und ein bisschen schlafen. Hallo, na, willkommen an diesem sehr sonnigen Sonntag. Ich wässere gerade den Garten. Ich habe geerntet, ihr Lieben. Wir haben im Moment Terrortemperaturen von plus 36 Grad so um den Dreh. Heute ist wie in der Wüste, sag ich. Ich sag's euch. Aber heute Nacht hat es bei uns gewittert. Deswegen ist es jetzt ein bisschen schöner. Und ich lasse mal, ist die Brille eigentlich schief? Philipp und ich streiten uns. Ich finde, die ist schief. Philipp sagt, die ist gerade. Aus. Bin ich mir nicht sicher. Guck mal, meine ganzen Röschen, die hier schon wieder kommen. Ich möchte euch was zeigen. Ich bin schwanger, schauen Sie. Nein, ich habe geerntet. Gib mir mal die Kamera. Hier seht ihr nämlich meine Gurkenernte von den letzten 2 Wochen. Wir werden mit Gurken zugeschissen. Es gibt nur noch Gurken bei uns. Morgens Gurken, mittags Gurken, abends Gurken. Und da wachsen auch noch jede Menge Gurken. Also, schönes Smoothie-Bowl mit Gurken. Philipp kriegt im Moment tatsächlich ganz viel Smoothie. Ich bin schon grün geworden. Gurken-Smoothie aus dem Thermomix. Du musst auch gleich noch was erzählen. Ja. Ja, machen wir aber gleich. Vorher möchte ich kurz... Ja. Eigentlich nicht. Erst hier, schauen Sie, meine Gurken. Ich muss mit meinen Gurken flexen. Geflext, so. Dann möchte ich mit meinen Tomaten flexen. Geflext. Beziehungsweise, die sind wie Kraut und Rüben gewachsen. Das Einzige, was ich mit den Tomaten gemacht habe, ich habe die, soweit es ging, ausgegeizt. Meine Sonnenblumen, geflext. Locker 3,50 Meter da oben, das Ding. Und voller Bienen. Sehr, sehr schön. Und es gab ja Lästerstimmen, die gesagt haben, es wird kein Kürbis in diesem Eimer wachsen und es wird keine Melone in diesem Beet wachsen. So, an die geht das jetzt. Da ist mein Kürbis. Schauen Sie. Mein erster Kürbis und es bahnen sich noch weitere an und, jetzt haltet euch fest,
wir hatten da eine Wassermelone, eine Babywassermelone. Das bin ja wohl ich. Und hier war noch irgendwo eine. Aber ja, ich habe eine Melone. Da wächst eine Melone dran. Es wird die kleinste und kackigste Melone der Welt, aber es wird meine Melone sein. Ja, ansonsten habe ich hier noch meine Wicken, die unten jetzt anfangen zu verbrennen und oben anfangen zu blühen. Moment, ich muss mich einmal drehen. Eigentlich sind die so schön. Die haben so einen schönen Verlauf. Das sind so einjährige Kletterblumen, die sich hier so ein bisschen in meinen Ahorn reingeklettert haben. Aber leider habe ich sie wohl ein bisschen zu oft bei Sonne gegossen. Und hier kann ich das Rätsel lösen. Dies ist eine Paprikapflanze gewesen. Guck mal, keine Chili, da wachsen Paprikas dran. Und da hinten, wo ich dachte, es wäre eine Paprikapflanze, wachsen Blumen dran. Ich weiß auch nicht. Da kommen komische Blumen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich muss euch gleich auch zur Pflanzengeschichte noch was erzählen. Ich habe nämlich ein kleines Sorgenkind aktuell, beziehungsweise ein großes Sorgenkind im aktuell auf dem Balkon stehen, ne? Das ist, also diese Brille ist doch schief, das kann mir doch kein Mensch erzählen. Egal. Auf dem Balkon stehen, später dazu mehr. Und wir gehen jetzt mal rein. Es gibt nämlich noch was zu berichten aus der vergangenen Woche. Hallo an diesem Donnerstag, ihr Lieben. Ich habe vor ein paar Tagen gar nicht mehr weitergefilmt, weil ich einfach von jetzt auf gleich plötzlich dachte, ich muss mich hinlegen, ich will schlafen. Und dann haben wir nicht mehr gefilmt. Ich wollte euch aber noch was gezeigt haben. Unter anderem habe ich nämlich ein kleines Sorgenkind oben auf dem Balkon stehen. Und folgen Sie mir mal unauffällig nach oben. Wer mir jetzt schon eine Weile folgt, der weiß ja, dass ich ein, zwei Pflanzen habe. Und meine eigentlich Lieblingspflanze macht mir gerade richtig Sorgen, weil... Ihr seht, meine Monstera steht auf dem Balkon in all seiner Pracht und Blüte. Und ich scheine ein Schädlingsproblem mit der Pflanze zu haben. Ich mache mal hier gerade... Ja, okay, Ole möchte auch mit raus. Die sieht ja so bis hierhin eigentlich ganz gut aus. Sie hat hier auch gerade zwei neue Blätter bekommen, da und da. Aber ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier sind so gelbe Flecken. Hier sind auch so komische Flecken. Und neue Blätter kriegen so eine komische Farbe. Vor allem von unten drunter. Ihr seht, ich musste da schon richtig wegschneiden. Hier sieht man es auch. Da ist ein Fleck. Da ist ein Fleck. Also bei dem Blatt hier sieht man es besonders schön. Das fängt dann einfach richtig an, von unten gelb und gammelig zu werden. Und von oben sieht das dann so aus. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier sind kleine weiße Punkte. Ich vermute, auch hier oben. Also die geht mir komplett am Arsch gerade. Und sieht richtig schlimm aus. Und ich vermute, sie hat Tripse. Das sind so kleine, miese Kackschädlinge. Ich weiß es aber nicht. Ich habe die jetzt draußen stehen, weil ich die mit so einem Schädlingszeug eingesprüht habe, was nicht im Bad rumfliegen soll. Aber ich bin ein bisschen verzweifelt. Ich weiß nicht so ganz, was mit der Pflanze ist. Und die sieht von Mal zu Mal schlechter aus. Also falls ihr Pflanzenexperten seid und wisst, warum das passiert. Hilfe! Die ist mittlerweile locker 1,60. Wenn die kaputt geht, dann gehen mir da irgendwie 300 Euro im Arsch. Ich sag mal so, Nachtigall, ich höre die Tripse. Tripse. Ja, ansonsten haben wir noch ein paar Sachen aufgebaut. Wir haben die Wickelkommoden jetzt stehen. Und unten, die eine, die steht im Kinderzimmer. Und wir haben jetzt hier oben, weil oben ist Schlafzimmer und alles. Und ich will nicht nachts die Treppe runterlaufen müssen mit Baby auf dem Arm. Deswegen haben wir jetzt, eigentlich sollte die Wickelkommode ins Schlafzimmer. Da hat die aber nicht hingepasst. Also dieser Aufsatz hat quasi dafür gesorgt, dass man die Tür nicht mehr öffnen und schließen konnte, richtig. Und wir haben es jetzt, Moment. Wir haben jetzt einfach die Schlafzimmerkommode ins Badezimmer geräumt und hier unter die Schräge das alles schon mal aufgebaut. Hier ist schon mit einer Auflage, kleine Plüschtiere und die ist auch schon eingeräumt zum Teil. Da kann ich, wenn ihr Bock habt, kann ich gerne mal drüber sprechen und euch meine liebsten Teile zeigen. Also eigentlich alles ganz schicki. Hier sind dann so Spucktücher und so ein Kram. Also wir sind eigentlich ganz gut vorbereitet. Jetzt hier ist der ganze Windel-Wickel-Kram und so. Und unten, wie gesagt, haben wir dasselbe nochmal. Also in zweifacher Ausführung. Das Babybettchen für hier oben ist jetzt auch angekommen. Wir haben ja ein Bettchen unten schon stehen, für wenn wir unten sind. Und jetzt haben wir noch ein Bettchen für hier oben. Das habe ich günstig, sehr, sehr günstig erworben. Bin ich sehr glücklich. Oh mein Gott, ist der Scheiß teuer. Genau, das bauen wir jetzt am Wochenende auf. Der Kinderwagen ist angekommen. Mhm. Und ihr seht schon, nee, seht ihr nicht. Hier steht eine Schüssel mit Gebäck
Philipp und ich waren nämlich gestern fleißig. Hier im Hintergrund seht ihr Lichtboxen. Wir sind aktuell an unserem gemeinsamen Koch- und Backbuch dran. Ich habe es ja schon 2-3 Mal erwähnt. Das wird ja ein richtig, richtig dicker Schmöker, den wir da planen. Und da haben wir gestern ganz viel für gebacken und gekocht. Und vorgestern habe ich dafür gebacken. Und ich bin ein bisschen sehr im Arsch gewesen danach. Auch immer noch, aber es hilft ja nichts. Und Philipp hatte ja sowieso eine mega anstrengende Woche. Ja, Philipp hat letzte Woche sein komplettes Gebiss gemacht bekommen. Und ich glaube, es war einmal ein 4,5-Stunden-Termin, ein 6,5-Stunden-Termin. Nein, nochmal, doch nochmal hin extra. Nochmal ein 2-Stunden-Termin. Philipp wollte auch nochmal ein extra Video zu machen, aber ich dachte, ich halte euch auch auf dem Laufenden, beziehungsweise Philly hält euch auf dem Laufenden, weil er war ganz tapfer und ich bin ganz stolz auf dich. Und guck, du kriegst sogar Katzenliebe dafür. Ich wollte gerade sagen, was ist hier denn los? Weiß ich auch nicht, was ist da denn los? Muss ich sterben? Normalerweise kuschelt er nicht so viel, schauen Sie. Hallo, ich bin eins süße Katze. Willst du uns mal dein schönstes Lächeln zeigen? Klappt noch nicht so ganz. Nee, ich bin das ja auch gar nicht gewohnt gewesen. Ich habe jetzt, seit ich 15 bin, habe ich eigentlich nicht mehr mit... So wuselig, wie siehst du eigentlich aus? Ich war gestern duschen, ohne Haare zu machen. So sieht das dann aus. Ich bin nicht immer so wunderschön. genau, seit ich 15 bin eigentlich, also seit ich eigentlich klein bin, habe ich schon hier Zahnprobleme gehabt. Ja. Aus diversen Gründen und habe mir jetzt gedacht gehabt, komm, bevor der Sohn kommt, mache ich das mal, weil Eltern halt am Anfang auch, wenn die zum Beispiel den Nuki runterfällt und macht den sauber, kann man halt sehr schnell Bakterien mit zum Kind mitgeben. Das möchte ich einfach nicht. Und das war für mich letztendlich der Hauptmotivator zu sagen, okay, ich mache das auch für mich. Fertig und es war ultra anstrengend, ultra ätzend währenddessen, aber ich bin so happy und freue mich jetzt, wenn ich dann nächste Woche meine finalen Zähne oben bekomme. Es ist aber alles fest drin, also kein Gebiss oder so. Ja, nicht aber, so das war, das, nee, aber das war krass. Es war ordentlich anstrengend, ja, aber ich bin super, super glücklich und werde dazu nochmal ein Video machen. Und jetzt muss ich mich wieder daran gewöhnen, dass ich meine Lippe hochmachen kann, weil meine Zähne gar nicht mehr so sind schon schlimm aussehen. Ein bisschen wunderschön. Ja, bei dem einen Termin haben sie bei Philipp, zwei oder drei Zähne gezogen, zwei gezogen, alle abgeschliffen und überkront, uff, und das andere dann unten auch nochmal, also das war schon heftig. Und dann habe ich Philipp abgeholt und dann habe ich die ganze Zeit geredet, weil ich mir so Sorgen gemacht habe, weil er so schlecht aussah und es ihm so schlecht ging, und ich habe die ganze Zeit so, und dann wurde Philipp irgendwann immer wütender. Und ich sag so, was ist denn? So, du redest zu viel. So, dann sag mir doch, dass ich die Schnauze halten soll. Meine Güte. Man kann auch mit mir sprechen. Ja, ihr Lieben, das ist so der Stand der Dinge hier. Ich wollte euch eigentlich auch noch die Babygeschenke zeigen, die schon wieder angekommen sind. Ah, ihr macht mich wahnsinnig. Es sind schon wieder so schöne Sachen angekommen. Aber das würde. Das Große ist auch angekommen. Das zeigen wir besser im neuen Video, oder? Ja, ich zeige alles im neuen Video. Ich drehe jetzt gleich dann für kommende Woche schon mal. Sonst wird das Video hier zu lang. Und ich kriege Upload-Probleme. Dann packe ich die ganzen Sachen aus. Also falls ihr Sachen geschickt habt und euch wundert, wo die sind. Die sind angekommen. Ich zeige die jetzt gleich im Video für nächste Woche dann. Und falls ihr mir helfen könnt mit der Monstera. I need help. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Wenn die kaputt geht, weine ich, ey. Die ist so schön mittlerweile schon. Ja, ihr Lieben, falls ihr euch generell so interessiert, was so abgeht, dann hier ist die Playlist und den ganzen Kram. Und wir sehen uns Montag bei einem neuen Küchenchaos-Video wieder sein. Wir schmelzen am Wochenende. Macht's gut. Tschüss.